Sie haben jetzt eine Tasche, die ist in Ordnung, Verschluss, Schnallen, alles ist in Ordnung. Also die Tasche kann man für 8 Mark losschlagen. Zur Versteigerung kommt jetzt ein Herrenstockschirm, Automatik. Der Schirm ist in Ordnung, hat kein Loch. Mein DAX-Wert ist 6 Mark. Wir haben jetzt einen Hut, Größe 56, und den kriegt er für 3 Mark. Eine bahnamtliche Unmöglichkeit. Zwei Jobs in einer Planstelle. Vereinigt im Baron von Gunzenhausen, dem Herrn über das Expressgut und das Schicksal von Fundsachen. Gemeint ist Erich Baron, Obersekretär und seit 5 Jahren Auktionator in Nürnberg Hauptbahnhof. Wann versteigerst du wieder, Baron? Am Montag geht's wieder los. Eine ganze Woche lang wieder reden. Ja, früher hat es eine Frau gemacht. Und wie dann die Eisenbahn übergegangen ist, diese Sachen selbst zu versteigern, ist unser Vorstand an mich herangetreten und hat mich aufgefordert, praktisch die Versteigerung zu machen. Das ist im Rahmen meiner Dienstzeit und die wird nicht extra bezahlt. Nur am häufigsten wird verloren Schirme, Hüte und dann vielleicht noch stehen gelassen Koffer. Aber das Häufigste sind die Schirme. Und die Schirme sind für uns eigentlich ganz gut, wenn es regnet an den Tag, wo versteigert wird. Dann gehen die Schirme ganz gut weg. Ein nettes Erlebnis. Ja, wir hatten, ein Kollege hat einmal seinen Mantel da hingehängt. Naja, wie es halt dann so war. Der andere Kollege tut den Mantel auflegen. Ich versteigere den Mantel um 30 Mark. Und wie ich zugeschlagen habe, den Mantel um 30 Mark, haben wir gemerkt, dass der einen Kollege hat. Der Kunde hat den Mantel gar nicht mehr hergeben wollen. Der war einmal ein freier Mantel. So schöne Sachen haben wir manchmal gar nicht in der Versteigerung. Weil die meisten Kunden an jedem der Auktionstage die Bundesbahn beehren und das Sortiment der Fundsachen schärfstens im Auge behalten, braucht Herr Baron immer wieder neuen Krempel aus dem Funde-Fundus. Wichtig ist, dass das Interesse für die Gegenstände breit gestreut ist, sonst mag keiner so recht mithalten. Und ein Staubmantel. Der ist ja staubig. Das passt ja. Brauchen wir nicht mehr reinigen lassen. Das also sind die Leute, in deren Besitz die im Zug vergessenen Dinge übergehen. Lang genug haben Hüte, Schirme, Taschen zuvor bei der Bundesbahn bereitgelegen, ehe sie unter den Hammer kommen. Kaum einer, der was verloren hat, scheint zu wissen, dass die Bahn Fundämter unterhält. Keiner der Verlierer darf sich wundern. An den Mann zu bringen ist alles. Notfalls auch die Fundgebisse, wenn die Bahn da mitmachen würde. Beginnt die Versteigerung zu den amtlichen Bedingungen bei Barzahlung ohne Garantie. Du musst erst eine Versicherung abschließen, dass du nochmal heimkommst. Und die da sind 42. Die Schuhe? 5 Mark. 5 Mark ist hier. 5 Mark zum zweiten und 5 Mark zum dritten. Da kriegst du wenigstens keine Hühneraugen mehr, die sind schon austreten. Aber die Schuhe sind neu. Wertig. Größe 6, 39, gell? Und der Arbeitsanzug für die Nacht. Und der ganze Koffer. 6 Mark, füllt ist er voll. 6, 6,5, 7, 7,5 zum zweiten, 8 zum zweiten. Und 8 Mark zum dritten. Kulturbeutel ist drin. Kultur hat er keine gehabt. Weil nichts drin ist. Haben Sie schon mal was im Zug liegen lassen? Nee, kann mir nicht passieren. Haben Sie schon mal was im Zug liegen lassen? Oh, ich passe mal auf. Haben Sie schon mal was im Zug liegen lassen? Na, bis jetzt noch nicht.
Haben Sie schon mal was im Zug liegen lassen? Nein, ich meine nicht. Haben Sie schon mal was im Zug liegen lassen? Nö, das passiert mir auch nicht. Der ganz Karton, da geben wir sogar ins Waschpulver mit dazu. 4 Mark. 4 Mark ist hier. 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. 8,5 zum Zweiten, 9 zum Zweiten, 9,5 zum Zweiten, 10 zum Zweiten, 10,5. 10 waren da, 10 zum Zweiten und 10. Wo waren die 10? Und 10 zum Dritten. Der Stock schön? Sehr schön. Der knatzt noch. 6 Mark. 6 Mark. Doppelt 6,5, 7, 7,5, 8. 8 zum Zweiten und 8 Mark zum Dritten. Was ist das? Rucksack mit Stuhl. Weil ihr je immer recht leicht mit werden. Wenn es zum Wildern ginge. Da können Sie sich gleich immer wegen ausgeruhen. 10 Mark. Ging es hier auch noch wandern? Ja. Sie werden sich meistens hier sitzen. Hä? 10 doppelt 10,5. 11, 11,5 zum Zweiten. 12, 12,5 zum Zweiten. Und 13, 13,5, 14 zum Zweiten. Und 14 zum Dritten. Wenn der Herr Auktionator mal auf ein Bier und damit seine Stimme ölen geht, dann wird das Geheimnis gelüftet, warum der Gerch von Gostenhof 10 Regenschirme braucht und die Liesel aus der Südstadt genau 10 Nachthemden. Sobald nämlich der Baron draußen ist, wird's drinnen lebendig wie auf einem persischen Markt. Alles kann dabei gewissermaßen gleich wieder unter den Hammer kommen, weil das Handeln für die Leute halt viel wichtiger, viel attraktiver ist als die angestaubte Ware selbst. Ein Rendezvous der Profis, der Hammerhaie, hat begonnen. Bahnbürokratie hin und Eisenbahnverkehrsordnung her. Das Fundsachenreglement hat gegen diesen Bazar keine Chance. Er ist ein beliebter Treffpunkt der Kleinen, der Einsamen und Ärmeren, für die das Leben und Treiben im Bahnhofsviertel die Attraktion bedeutet. Und sie kommen hierher, weil... Weil es mein Hobby ist, weil ich schon so alt bin und ich weiß nicht wohin. Gehen Sie hier öfter hin? Ja, ja, da sind wir da. Da treffen wir uns ja immer. Und warum mag sie so gerne in anderer Leute Wäsche wühlen? Weil es unser Hobby ist. Dann schau halt da hier. Naja, das hört man doch. Da haben wir 2 Hühle. Der schöne Kotthuhn ist Größe 56. Und der für Sonntag 58. Will noch mal jemand probieren? Der ist schöner wie Ihre. Setzen Sie es nochmal auf. Passt. 8 Uhr Platten ein und dann ist die Sache in Ordnung. Wollen Sie den anderen auch probieren? Ich brauche ja nicht probieren, der ist jetzt durch. Wollt ihr doch. Kennt doch hier überhaupt, bitte. Ja, sicher. Der passt da. Auch für einen anderen passt er heute. 10 Mark, 10,5, 11, 11,5 zum 2. 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, 17 zum 2.
und 17 zum Dritten. Also die ganzen drinnen, die drei sind in Ordnung. Und die, das ist eine für den Gleckner vor der Notre Dame, weil sie die lässt sie verschieben. 6 Mark. 6 Mark ist hier, 6 Mark zum Zweiten und 6 Mark zum Dritten. Und es duftig. Bitte, ich hoffe, dass das nicht viel schafft. Alter! So, ja, das ist. So. Ha, das muss nicht ich. Das ist ordentlich. Das wenn es Uzing, da kommt wieder ne. Also, der ganze Koffer, 8 Mark. 8 Mark, 8,5, 9, 9,5, 10. 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13. 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 21, 2, 3, 24 zum 2. und zum 3. Der hätte den Kaufhof die Hälfte kostet. Aber dafür ist er handgesteigert. Und jetzt zum Schluss der Versteigerung hätten wir eine Herrenbrille. Der DAX-Wert wäre 8 Mark.